ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horikstadt. Ich komme aus Horikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit.
Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumta Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Den Göttern, ein Drache! Wie ist das möglich? Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Schnell! Bevor der Drache den gesamten Turm in Trümmer legt! Wir müssen nur einige von diesen... Zurück! Das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen euch, sobald wir können. Harming, ihr müsst hierher kommen. Los! Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Tore! So ist es recht, Sohn. Macht nicht Spaß. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atva. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sturm. Ihr da! Los! Er fliegt noch immer auf uns zu! Wir Gefangener! Geht wir! Kommt! Hier entlang! Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, Soldat! Die Kaiserlichen! Geht weiter! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Ich werde den Boden mit eurem Blut tränken. Yeah.
hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Lasst mal sehen. Hier stehen wir nun mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet? Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Wartet! Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt! Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Gerdur! Es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht? Gerdur. Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hort, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hort, kommt bitte mal her. Ranulf, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Onkel Ranulf, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Sturmmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hierbleiben und mit Onkel Ranulf reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen.
Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralo. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten brauche. Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Miet zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Gar nichts? Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Bei Ismir, Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von Falkenruhe wird das als Provokation verstehen.
Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker, vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab, Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Es ist ein altes Grab, das von den Nord errichtet wurde. Möglicherweise stammt es aus der Zeit vor dem Drachenkrieg. Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Es liegt in der Nähe von Flusswald, einem erbärmlichen kleinen Dorf, ein paar Kilometer südlich von hier. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid.
Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringer. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ah, der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturzhügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Faringer, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringer den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irelet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Kein Zurück. Er ist hier immer noch irgendwo.
Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Palos, rette uns. Es ist ein Drache. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Fuß! Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden.
Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohrodga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hohrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hohrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hohrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Sieh an, ein Drachenblut erscheint, gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Fuß! Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hohrodga. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hohrodga am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht.
Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro! Das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Fliegt-Lotta! Fuß-Roh! Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Max. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Max. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgar mit uns zu lernen.
Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Schließ die Tür. Nun können wir reden.
Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Drachen kehren nicht einfach zurück, sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Künneshain, dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künneshain. Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache! Er greift an! Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Kommt, beeilt euch. Wir kommen vielleicht zu spät. Bei Lothans Augen, seht euch diesen riesigen Mistkerl an. Behaltet den Kopf unten, mal sehen, was er macht. Salagnir, Sil, Grodova, Ulze. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab. Das ist schlimmer, als ich dachte. Alduin Turi. Boantit for Kria, Srixejun Krusik. Salagnir, Karimir. Fullo sei Dovakin. Zu Korav nid nol dov doi. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt.
Salognir, Krita Jore. Habt ihr was gehört? Ich bin Salognir. Hört meine Stimme und verzweifelt. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Wenn wir in die Botschaft der Talmoor gelangen könnten. Das ist das Zentrum ihrer operativen Tätigkeit in Himmelsrand. Nur leider ist das Gebäude stärker bewacht als der Geldbeutel eines Geizkragens. Die sind mir, was Paranoia angeht, um einiges voraus. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden.
Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittlicher Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über Da mit euch teilen. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereitet. Da Grossis Saran, Strundul, Ohimalan, Glorana. Dovahkiin, ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken, aber euch kennen sie noch gar nicht. Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung, bitte. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter und so fort. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? Wirklich? Hoffentlich nur Gutes. Aber ich fürchte, ich bin euch gegenüber im Nachteil. Ich weiß leider nichts über euch. Es war ein harter Winter. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malborn? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein bekomme? Natürlich! Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung.
Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Was kann ich euch bringen? Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Ich hoffe, sie tischen wieder den Wildbraten mit der bittergrünen Soße auf, den wir bei der letzten Feier hatten. Das war einfach köstlich. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Dann will ich euch nicht länger stören. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Alle mal aufgepasst! Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Elenven anstoßen, unsere Geliebte. Roselang. Natürlich im übertragenen Sinne. Was macht Sinn. Ihr denn da? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Ich werde mich ab jetzt benehmen. Wir wollen ja schließlich unsere Talmor-Oberherren nicht beleidigen, nicht wahr? So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Wer kommt da, Malborn? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen... Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Einfach köstlich. Ja, da stimme ich euch zu. Beeilt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Von Himmelsrand? Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt. Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von neuem. Nein, um Himmels Willen. Ich habe euch schon alles gesagt. Nein! Beginnt ganz von vorne. Wie immer. Wenn ihr auf eurem Einsinn besteht, dann lasse ich... Ich habe nur gerade Luft geholt. Warum sollte ich euch etwas erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Da gibt es einen alten Mann. Er wohnt in Rishton. Er könnte dieser Esbern sein, nach dem ihr sucht, aber ich weiß es nicht. Er ist alt und irgendwie verrückt. Das ist alles, was ich weiß. Und sein Name lautet... Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe es doch schon 100. Ihr kennt die Regeln. Beantwortet einfach die Fragen. Und wo können wir diesen namenlosen alten Mann finden? Wie gesagt, ich weiß es nicht.
Ich habe ihn unten im Rattenweg gesehen. Vielleicht lebt er dort, aber ich weiß es nicht genau. Das ist zunächst einmal alles. Ich muss sagen, ich bin von eurer fehlenden Kooperationsbereitschaft immer wieder enttäuscht. Ich hoffe, beim nächsten Mal werdet ihr es besser machen. Was wollt ihr denn noch von mir? Ich habe euch schon alles erzählt. Wenn ihr mich gehen lasst, führe ich euch nach Rifton und zeige... Schweig, Gefangener. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Espern? Er lebt! Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl! Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Espern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Espern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Macht kein Ärger, sonst gibt es Ärger. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Ganz schön mutig von euch, hier runterzukommen. Dem Rattenweg ist schon so manchem was zugestoßen. Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Nun, wenn ihr das so ausdrückt, ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie, lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Mhm. Verschwindet. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Espern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Delphine? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Ah, in der Tat. In der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delphine tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt.
Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Das wäre geschafft. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Oh ja, es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Delphine. Ha, ha, schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgnar, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Espern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht, genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Espern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können?
Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut erhalten. Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Das war's. Sieh, es bewegt sich. Ihr habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betreten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Shoas Knochen, da ist sie. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esbern, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu,
dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Sieht her, auf der dritten Tafel. Die Prophezeiung, die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Was ich will, ist unwichtig. Dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir nun wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Drachenblut, wartet. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Nein, ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Nur Parthonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Parthonax öffnen könnt. Der Pfad zu Parthonax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Lok. Thank you.
Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln, Drachenblut. Nutzt es weise. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegbringen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parturnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Sie betrachten mich als Meister. Wunduneg, alt und weise. Es ist wahr, ich bin alt. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Ich habe gesprochen. Das Rodmulag wartet. Sterbliches Geschöpf, sondern als Dova. Ah, ja. Sossedorf Losmul. Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. So zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Selbst für ein Dovasos. Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Tinwag mit einem alten Dova. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Alduin Komet Tid. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Krossis. Ich kann ihn nicht kennen.
Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hatrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpa. Lane, Vokin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Dann habt ihr von den Dov noch viel zu lernen. Für einen Dovar gibt es nichts anderes als Philosophie. Es ist kein Zufall, dass wir mit unserem Tum, unseren Stimmen kämpfen. Für einen Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Debatte und Kampf. Tinwa Glosgra, das ist für uns ein und dasselbe. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monarven, den ihr den Hals der Welt nennt? Richtig. Aber nur wenige erinnern sich daran, dass dies genau die Stelle war, an der Alduin von den alten Zungen besiegt wurde. Warucht Unslaat. Vielleicht kann nur noch ich mich daran erinnern, wie er besiegt wurde. Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork Mulag Unslaad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden, für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Tid krennt. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Krossis, nein, ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat,
seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Ihr habt also mit Parthonax gesprochen. Das Drachenblut brennt hell in euch. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Willkommen an der Akademie. Ihr seid nun im Akaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Akaneum, und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Ich wusste es. Alle kommen hierher und erwarten, dass ich ihnen helfe. Und dann stellen sie noch nicht einmal die richtigen Fragen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht. Ha! Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Also gut. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht, ist das klar? Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Bedient euch selbst, und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier.
Zu lange. Oh nein, das hoffe ich nicht. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und wir standen uns sehr nahe. Er entwickelte eine Besessenheit für die Dwemer, sagte, er habe ein altes Artefakt gefunden und zog gen Norden. Habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Irgendwo in die Eisfelder, wenn ihr ihn suchen wollt. Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Hier. Nun hier. Das heißt, auf dieser Ebene, Mundus, Tamriel, in der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Sehet dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alftand, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Hush!
Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn, erfüllt euer Schicksal, bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen, er kann die Zeichen nicht übersehen. Alduin Vokri. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kryfvot Akrin. Sterbt jetzt vergebens. Für immer. Dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben ihm schwere Verluste beigebracht.
4 seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Sori, Birkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, nein, werde ich das auch nicht müssen. Wir werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Alduin nährt. Mehe, Tarodisane, Himhinde Palif, Zuhindan. Die uns am Sorgenberg heraus zusehen, sollen uns um den heutigen Tag beneiden. Oh. Den euren. Brechen wir euren Halt in diesem Zeitalter und schicken euch fort. Ihr seid verbannt. Wir schreien euch hinaus von all unseren Enden bis zum letzten. Ihr seid verbannt. Es hat funktioniert. Ihr habt es geschafft. Ja, der Weltenfresser ist fort. Mögen die Geister unserer Seelen gnädig sein. Aloki Nakib Selezur. Mein Bauch ist gefüllt mit den Seelen eurer sterblichen Mitgeschöpfe, Dovahki. Sterbt jetzt und erwartet euer Schicksal in Sovngarde. Lost Fund, ihr kommt zu spät, Alduin. Dovahki, benutzt Drachenfall, wenn ihr es kennt. Zuleiki Mula. Während eure abgenommen. Schließt euch mir an. Mit euren sterblichen Freunden. Uns lad Hogoron niemals wieder. Zafur!
bereits sterben geworden. Aber ich bin Alduin, Erstgeborener von Akatosh. Olagi verblockt. Hier werde ich nicht fallen. Weder von eurer Hand noch von der eines anderen. Gegen mich kommt ihr nicht an. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur. Lord Krongrach, ihr habt wahrlich die Stimme eines Dovar. Nach diesem Sieg werden Alduins Verbündete zweimal überlegen. Ni Livrach Hin Moro. Es ist richtig. Dies ist kein endgültiger Krongrach-Sieg. Doch nicht einmal die Helden von einst konnten Alduin im offenen Kampf besiegen. Alduin war immer Pachlok, arrogant in seiner Macht. Uznagar, Paar. Er betrachtete die Herrschaft als sein Geburtsrecht. Das sollte die Loyalität der Dorf, die ihm dienen, erschüttern. Ja, einer seiner Verbündeten könnte es uns sagen. Mutmahus. Aber es wird nicht so einfach sein, einen von ihm dazu zu überreden, ihn zu verraten. Vielleicht die Hofkassion, der Palast in Weißlauf, die Drachenfeste. Sie wurde ursprünglich erbaut, um einen gefangenen Dovar zu beherbergen. Ein guter Ort, um einem von Alduins Verbündeten eine Falle zu stellen, Ja, aber euer Zoom ist stark. Ich zweifle nicht daran, dass ihr ihn von der Notwendigkeit überzeugen könnt. Ja, das war vor langer Zeit, müsst ihr wissen. Damals gab es mehr von uns. Bevor die Brünike, die Akaviri kamen und all meine Seema töteten. Ich habe ihn damals gelegentlich besucht, fast wahnsinnig geworden durch Einsamkeit und Gefangenschaft. Tiras, sie war's. Er erinnerte sich nicht einmal an seinen eigenen Namen. Ich weiß nicht, wie er gefangen wurde, aber der Bronjun, der Jarl, war sehr stolz auf sein Schoßtier, Park. Seither ist die Hofkassion als Drachenfeste bekannt. Sum Ark Mora. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Was ihr da von mir verlangt, ist verrückt. Unmöglich. Ihr wollt, dass ich einen Drachen ins Herz der Stadt hineinlasse, ausgerechnet jetzt, wo ein Krieg vor der Tür steht? Alduin? Der Weltenfresser selbst? Aber wie können wir gegen ihn kämpfen?
Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Ulfric und General Tullius warten doch beide nur darauf, dass ich einen Fehler begehe. Denkt ihr, sie werden einfach tatenlos zusehen, während ein Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Der Hass sitzt zu tief. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hochrodgar ist neutrales Gebiet. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen, zuzuhören. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesen Krieg mit dazu. Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruuf. Balgruuf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfrics Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfric seine Stadt plündern. Habt ihr eine Meldung für mich? Lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Richtig. Helgen. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Es gibt nicht viele, die Helgen überlebt haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Die Graubärte? Was wollen denn diese alten Einsiedler von mir? Warum? Es gibt nichts zu diskutieren, solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Na gut. Wir treiben die Sturmmäntel momentan zwar ziemlich gut zurück, aber wir sind bereits überlastet. Das kommt davon, wenn man versucht, mit einer Handvoll Truppen einen Krieg zu gewinnen. Wenn mir doch der Kaiser nur die Verstärkung gäbe, um die ich gebeten habe. Ja. Ja, in Ordnung, ich werde zu diesem Rat der Graubärte kommen. Mag dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torrik getan habt. Torrik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind.
Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart in Helgen bei uns. Wollt ihr an unserer Seite kämpfen? Sprecht mit Galmar. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Wie schade. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Galmar. Was führt euch zu mir? Es ist auch Zeit, dass sie ihren Blick statt in den Himmel wieder auf unsere blutende Heimat richten. Was wollen sie? Ich habe natürlich den größten Respekt vor den Graubärten. Und die Drachenangriffe werden immer mehr zur Plage. Aber die politische Lage ist immer noch heikel. Nicht alle Jarl stehen voll und ganz hinter dem Plan, mich zum Großkönig auszurufen. Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann dem nicht zustimmen, es sei denn, Tullius kommt selbst. Gut, wir kontrollieren immer noch die Hälfte von Himmelsrand. Trotz allem, was das Kaiserreich uns entgegenwerfen konnte. Ich bezweifle, dass das Kaiserreich noch viel mehr Blutvergießen verantworten will. Ja, ich gebe Tullius noch eine Chance, sich mit eingezogenem Schwanz aus Himmelsrand zurückzuziehen. Also Armgeier, nicht wahr? Ihr wisst, weswegen wir hier sind. Werdet ihr uns hineinlassen oder nicht? Niemand hat euch hierher eingeladen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Wir haben genauso viel Recht, bei diesem Rat anwesend zu sein wie ihr alle. Im Grunde sogar noch mehr. Denn wir waren es, die das Drachenblut auf diesen Weg gebracht haben. Wer seid ihr? Die Überheblichkeit der Klingen kennt wahrlich keine Grenzen. Delphin! Wir sind nicht hier, um alte Streitigkeiten neu aufzuwärmen. Wir haben es mit einem dringenden Problem zu tun. Alduin muss aufgehalten werden. Ihr hättet diesen Rat nicht einberufen, wenn ihr nicht auch dieser Meinung wärt. Wir wissen eine Menge über die Lage und die Bedrohung, die Alduin für uns alle darstellt. Ihr braucht uns hier, wenn dieser Rat Erfolg haben soll. In Ordnung. Tretet ein. Ihr habt es also getan. Die Männer der Gewalt haben sich hier versammelt, in diesen Hallen, deren Grundfesten dem Frieden geweiht sind. Ich hätte nicht zustimmen sollen, diesen Rat zu leiten. Wir Graubärte sollten uns nicht in solche Angelegenheiten verstricken lassen. Frieden? Das bezweifle ich. Vielleicht legen sie für kurze Zeit ihre Waffen nieder, aber nur, um vor dem nächsten Blutvergießen neue Kraft zu sammeln. Sie haben noch nicht genug vom Krieg. Noch lange nicht. Kennt ihr das alte Nordwort für Krieg? Unendliche Jahreszeit. Und das beweist sich erneut. Aber Reue bringt nichts. Wir müssen jetzt damit leben. Nehmt euren Platz am Ratstisch ein. Mal sehen, welche Weisheit wir bei diesen Kriegern von Himmelsrand finden. Jetzt, wo alle hier sind, solltet ihr euch setzen, damit wir beginnen können.
Ich hoffe, dass wir alle hier uns im Geist... Nein, ihr beleidigt uns, indem ihr sie zu dieser Verhandlung mitbringt? Eure wichtigste Talos-Jägerin? Das hat ja nicht sehr lange gedauert. Hört, hört. So wie immer. Ich habe jedes Recht, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Ich muss sicherstellen, dass hier nichts vereinbart wird, was gegen die Bedingungen des Weißgold-Konkordats verstößt. Sie ist Teil der kaiserlichen Delegation. Ihr könnt mir nicht vorschreiben, wen ich zu diesen Verhandlungen mitbringe. Bitte. Wenn wir erst über die Bedingungen der Verhandlung verhandeln müssen, werden wir nie ans Ziel kommen. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, sich die Meinung des Drachenblutes dazu anzuhören. Bei Ismirs Bart. Diese Kaiserlichen haben Nerven, was? Zu denken, dass ich mich mit dieser Talmor-Schlange an einen Tisch setzen würde. Entweder sie geht, oder ich gehe. Ich bin froh, dass wir in dieser Frage übereinstimmen. Also gut, Ulfric. Genießt euren kleinen Sieg. Die Talmor werden mit jeder Führung verhandeln, die in Himmelsrand regiert. Wir wollen uns keinesfalls in euren Bürgerkrieg einmischen. Ha! Himmelsrand wird sich niemals den Talmor unterwerfen. Im Gegensatz zu euren kaiserlichen Freunden hier. Ihr habt Glück, dass ich den Rat der Graubärte respektiere, Galmar. Legat, wir vertreten den Kaiser hier. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Dann ist das ja geklärt. Können wir nun fortfahren? Ich will vorab etwas klarstellen. Los geht's. Ich habe diesem Rat nur zugestimmt, damit die Bedrohung durch die Drachen beseitigt werden kann. Es gibt nichts weiter zu besprechen, es sei denn, das Kaiserreich ist endlich bereit, auf seinen unrechtmäßigen Herrschaftsanspruch über das freie Volk von Himmelsrand zu verzichten. Ich wusste doch, dass er nicht widerstehen kann. Wir sind hier, um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu schließen, damit das Drachenblut hier sich um die Drachen kümmern kann. Das ist alles. Ich betrachte schon das Gespräch mit dem Kaiserreich als eine großzügige Geste. Seid ihr fertig? Seid ihr nur hergekommen, um Reden zu schwingen, oder kommen wir endlich zur Sache? Ja, bringen wir es hinter uns. Können wir weitermachen? Jarl Ulfric, General Tullius, einen Rat wie diesen hat es noch nie zuvor gegeben. Wir versammeln uns hier auf Wunsch des Drachenblutes. Ich bitte euch alle, den Geist von Hoch Hrothgar zu respektieren und euer Bestes zu geben, um den ersten Schritt hin zu dauerhaftem Frieden in Himmelsrand zu tun. Möchtet ihr die Verhandlungen eröffnen? Ja, fangen wir an. Wir wollen die Kontrolle über Markarth. Das ist unser Preis für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Darum seid ihr also hier, Ulfric? Ihr wagt es, die Graubärte zu beleidigen, indem ihr diesen Rat zur Stärkung eurer Position nutzt? Jarl Elisif, ich werde General, mich darum kümmern. General, das ist unerhört. Ihr könnt diese Forderung nicht ernst nehmen. Ich dachte, wir wären hier, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Elisif, ich sagte doch, dass ich mich darum kümmern werde. Ihr wisst so gut wie ich, dass wir Markarth zu diesen Bedingungen nicht abgeben können. Bei Schors Knochen, wo werden diese Forderungen noch enden? Nur heraus damit. Wir wollen eine Entschädigung für das Massaker von Karthvasten. Ihr habt die abgeschlachtet, für die ihr angeblich kämpft. Wahre Söhne von Himmelsrand würden so etwas nie tun. Verfluchte kaiserliche Lügen! Meine Männer würden nie zu solchen Mitteln greifen. Nicht einmal als Vergeltung für das Massaker. Das hier ist unser Heimatland, Tullius. All das Blut, das hier vergossen wurde, habt ihr zu verantworten. Also, Drachenblut. Was meint ihr? Gut gesagt. Endlich werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Das ist wohl der fairste Handel, auf den wir hier hoffen können. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Jarl Ulfric, General Tullius, dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markarth wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markarth. Die Sturmmäntel werden sich aus Rift zurückziehen, damit die Truppen des Kaiserreichs ungehinderten Zugang haben. Jarl Laila Rechtsprecher wird zurücktreten und Maven Schwarzdorn wird Jarl von Riftum.
Die Sturmmäntel werden eine angemessene Entschädigung für das Massaker bei Kartwasten bezahlen. Ihr beide stimmt dem zu? Die Söhne von Himmelsrand werden sich an ihre Vereinbarungen halten. Solange die Kaiserlichen sich auch an ihre halten. Was ist mit euch, Elisif? Sind diese Vereinbarungen euch genehm? Sprecht nur frei heraus. Sicher wartet General Tullius schon darauf, euren Wünschen zu entsprechen. Ich habe diesem Mörder nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das Kaiserreich kann mit diesen Bedingungen leben, ja. Für einen vorübergehenden Waffenstillstand, bis die Drachenbedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Komm, Galmar. Vor uns liegt viel Arbeit. Markarth aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Ah, ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Er wird dazu nicht gezwungen, aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Ah, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme, aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od Awin. Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das Kommando. Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Gut, dann ruft euren Drachen mal. Wir sind bereit. Hört ihr das? Bleibt in Deckung, bis es unten ist.
Dovahkiin, hier bin ich! Gefangen wie ein Bär in einer Falle. Sogfreni Grind, Kogra Drun Viki, Dovahkiin. Ah, ich vergaß. Ihr seid der Dova-Sprache nicht mächtig. Mein Eifer, euch im Kampf zu begegnen, war mein Verderben, Dovahkiin. Alle Achtung vor eurer, hinterlistigen Verschlagenheit beim Ersinnen einer solchen Gramindol-List. Su'u-Bonar, ihr habt sehr viel Mühen auf euch genommen, um mich in diese demütigende Lage zu bringen. Hint-Sief, Alduin, huh? Ihr wollt doch sicher wissen, wo ihr Alduin finden könnt. Renik Vazar, eine passende Wortwahl. Alduin Bohul, ich bin eurem Ruf unter anderem gefolgt, um euer Turm selbst auf die Probe zu stellen. Viele von uns hinterfragen mittlerweile Alduins Herrschaft, ob sein Turm wirklich der stärkste war. Unter uns natürlich, Muni Maye, noch war niemand bereit, sich offen gegen ihn zu stellen. Unslad Krosis, ich bitte unzählige Male um Vergebung. Ich schweife ab. Er ist nach Sovngarde gereist, um seine Kraft zurückzuerlangen, indem er Celesayor, die Seelen der sterblichen Toten, in sich aufnimmt. Ein Privileg, das er eifersüchtig hütet. Sein Tor nach Sovngarde befindet sich in Skuldafn, einem seiner alten Tempel hoch oben in den östlichen Bergen. Mendoran Paok Medovahe Lavrantil. Ich muss euch gewiss nicht warnen, dass sich dort die ihm verbliebene Kraft sammelt. So lost offern hinlan. Nun, da ich eure Frage beantwortet habe, werdet ihr mich gehen lassen? Ah, nun. Großes. Es gibt ein Detail über Skuldafn, das ich noch nicht erwähnt habe. Nur dies. Ihr habt den Turm eines Dova. Doch ohne Schwingen werdet ihr niemals einen Fuß nach Skuldafn setzen. Natürlich könnte ich euch dorthin fliegen. Aber nicht, solange ich noch auf diese Weise gefangen bin. Onikan Korav Gain Mirat. Es ist weise zu erkennen, wenn man nur eine Chance hat. Und ihr könnt mir vertrauen. Su'uni Tarodis. Alduin hat sich als unwürdig für die Herrschaft erwiesen.
Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Befreit mich, dann trage ich euch nach Skuldafen. Unglaublich. Sir, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich auf eine solche Gelegenheit gewartet habe. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr mir erlaubtet, einige Untersuchungen an euch durchzuführen. Natürlich rein akademischer Natur. Geht, Magier! Stellt mein Versprechen dem Dovahkiin gegenüber nicht auf die Probe! Ich versichere euch, ihr werdet es nicht einmal merken. Die meisten davon sind für einen großen Drachen wie euch nahezu schmerzlos. Varengar, das ist eine sehr schlechte Idee, selbst für euch. Ein paar fehlende Schuppen würden euch doch sicher nicht stören. Oder ein paar Tropfen Blut? Jo Mai, was tut ihr da hinten? Varengar, es reicht, Dummkopf! Davon werden wir noch unseren Enkeln erzählen, wie? Fast nu! Sini dein Ruti Astval! Saran Ut, ich warte auf euren Befehl, wie versprochen. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dovah kann? Sok Brit Ut, ich warne euch, sobald ihr durch die Himmel von Kaisal geflogen seid, wird euer Neid auf die Doof nur stärker werden. Amativ. Mu Bo Kotin Stinselok. Ihr seid entweder der mutigste oder der mutigste. Weiter kann ich euch nicht bringen. Griff Wot Akrin. Ich werde nach eurer Rückkehr Ausschau halten oder nach der Alduins.
los! Runter! Kehrt um, Reisender! In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Ich weiß es nicht, doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Schors Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Wisst ihr das nicht? Was führt euch her? Sicher haben die Träume euch den Weg gewiesen. Die Halle der Tapferkeit, in der die Helden darauf warten, Schor in den letzten Kampf zu folgen. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sorengarde, Ende der Seelen? Geschenk, Chance an geehrte Tote? Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Lebend oder tot, auf Befehl Shors darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Ich habe lange auf einen so würdigen Gegner gewartet. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre euch für würdig. Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Schors Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen.
Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Schurs Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte, vorausschauend und grimmig. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfung auf euch genommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Endlich! Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort! Und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Felgir spricht weise. Der Weltenfresser, der Feigling, fürchtet euch, Drachenblut. Wir müssen sein Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf, meine Freunde! Die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen, unsere Willen ungebrochen. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Bleibt standhaft! Seine Stärke versiegt! Noch einmal und seine Macht ist gebrochen! Noch einmal! Und wir werden seinen festen Griff über Schors Reich brechen und es für immer erlösen! Lurk-Bakor! Endlose Warten weicht den Kampf. Aldo, diesmal gibt es keinen Sieg mehr. Ruda! 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 Ruda!
Endlich wurde Alduins Untergang besiegt. Frei ist Zogiade von seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shors Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ruhm und Ehre dem Drachenblut, gepriesen sei er mit höchstem Lob. Selbst hier in der großen Heldenschar können nur wenige mit einer solch großen Tat aufwarten. Welcher Ruhm! Die Götter selbst müssen uns diese wohlverdiente Ehre neiden. Unsere uralte Schuld für Alduins Gnadenfrist ist nun bezahlt. Lange Nacht ist zu Ende. Ich werde auf euch warten, wenn ihr am Ende eures Weges zu Shors Halle zurückkehrt. Die Ehre ist unser, wenn ihr euch wieder zu den Gefährten in Sovngarde gesellt. Der Weltenfresser ist tot. Der Weg ist nun frei. Der Nebel hat sich verzogen. Was für ein glorreicher Tag. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, sagt es mir und ich schicke euch zurück. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shor, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Furkanaran. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachri lost Ondudul Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Ach Ogma. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein.
Ich freue mich, dass ihr das glaubt. Zumindest wird sie fortbestehen. Greg Roslein. Selbst ich kann nicht über das Ende der Zeit hinaus auf das sehen, was danach kommt. Nikora Sim Dinoxetid. Wir müssen mit dieser Welt das Beste tun, was wir können. Aber ich vergesse mich. Krossis. Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dova nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachroth Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Woran? So jung habe ich mich seit vielen Zeitaltern nicht mehr gefühlt. Viele meiner Brüder sind jetzt über Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vazen, der Rechtmäßigkeit meines Tuns. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Wundune Wawut Gain. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Parthur Nax Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin. Ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odawin, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Ich sehe es in euren Augen. Ihr habt das Land der Götter erblickt und seid zurückgekehrt. Heißt das, es ist vorbei? Ist Alduin wirklich besiegt? Endlich. Es ist vorbei. Vielleicht war es das letzten Endes alles wert. Ihr habt euch als mächtig in Wort und Tat erwiesen. Um Alduin zu besiegen, habt ihr gelernt, schreckliche Waffen zu beherrschen. Nun liegt es an euch, zu entscheiden, wofür ihr eure Macht und euer Können einsetzen wollt. Werdet ihr zu einem Helden, dessen Name über Zeitalter hinweg besungen wird? Oder wird euer Name ein Fluch für zukünftige Generationen sein? Oder werdet ihr einfach aus den Geschichtsbüchern verschwinden, von allen vergessen? Lasst euch vom Weg der Stimme leiten, dann werdet ihr den Pfad der Weisheit erkennen. Atem und Konzentration, Drachenblut. Eure Zukunft liegt vor euch.